Moin Moin und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit dem SV Elversberg. Ja, jetzt mag der ein oder andere sagen, so von wegen immer, schon wieder so lange her, die letzte Folge, was ist denn los mit dir? Wie gesagt, ich kann mich einfach mit diesem Spiel nicht anfreunden, das ist wie es ist, deswegen auch so unregelmäßig. Andersrum, liebe Freunde da draußen, Ankündigung, tatsächlich nächste Woche machen wir, ja, ganz viele Folgen, denn ich möchte tatsächlich die Saison beenden und ja, damit verbunden dementsprechend dann viele Folgen und ja, heute ist eine einzelne Folge, heute alleine, dann ab Mittwoch gibt es Doppelfolgen, ja, also nicht Doppelfolgen im Sinne von Doppelfolgen, sondern im Sinne von, ihr könnt zwei Folgen sehen, ganz viel FIFA, so sieht's aus. Wir spielen aber heute gegen den SVW in Wiesbaden. Und müssen mal gucken, ob auch alle hier topfit sind. Also eigentlich sollten sie es. Ich glaube schon fast, dass ich letztes Mal nämlich schon geguckt habe. Obwohl, hier sehen alle eigentlich topfit aus. Gut, dann ist das eh Wurst. Ja, müssen wir mal gucken, mit wem wir denn hier anfangen wollen. Und mit wem wir eher nicht anfangen wollen. Tendenziell haben uns die Neuen im letzten Teil definitiv ziemlich viel Schwung gebracht. Ich würde davon nicht abneigen, das tatsächlich so weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und schauen, ob das heute dann gegen Wien Wiesbaden denn heute wieder gut laufen wird. Wiesbaden hatten wir tatsächlich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, den ersten Spieltag. Haben wir es auseinandergenommen. Das war aber noch andere Zeiten und damit let's go. Ja, ohne Witz, ich war tatsächlich lange Zeit im Überlegen, was machst du mit diesem Projekt? Spielst du es noch, spielst du es nicht? Andersrum, ich wirfe ja immer ganz viel YouTubern vor, ein Projekt anzufangen, es einfach irgendwann schleifen zu lassen und dann irgendwann gar nicht mehr zu bringen. Und dann du dir denkst, so als Zuschauer, ja, aber warum habe ich mir den Anfang angeguckt? Er beendet das Projekt nicht mal. Wieso nicht? Warum nicht? Ja, das will ich nicht. Das will ich nicht, das mache ich nicht. Tendenziell habe ich das. Warte mal, wenn ich das jetzt mal historiemäßig zurückbelege, habe ich das, glaube ich, bislang zwei, dreimal gemacht. Tatsächlich. Das sind Projekte, die aber eher so No-Name-Projekte waren. Wo ich tatsächlich gesagt hatte, so nach einer Zeit, ja, nein, das machen wir. Nein, nein. Nee, das machen wir nicht mehr. Eins davon ist zum Beispiel Lumberjack, die verrückte Holzfällerjagd. Ein Spiel, was man tendenziell auch an Community-Abend mal spielen könnte. Ich habe bestimmt auch irgendwo die Speicherdateien und irgendwo was anderes. Das sollte ja eigentlich tatsächlich damals so ein Ersatzspiel sein, weil ich damals mit dem Flobold, der damals noch anders hieß. Also YouTube-technisch anders hieß. Ich habe den alten Namen gar nicht mehr drauf. Ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Mit dem, wo habe ich Dead Space zum Beispiel gespielt. Während der Zeit. Und das Problem war das, dass wir zu dem jenem Zeitpunkt irgendwelche Probleme hatten damit. Mit Dead Space. Und deswegen, also jetzt nicht spielentechnisch, sondern aufnahmetechnisch. Und deswegen dann Lumberjack angefangen haben. Und ja, Lumberjack, ich weiß nicht. Das ist so ein Indie-Game, wo du dir denkst, so, ja, von mal nebenbei, warum nicht? Aber sonst eher nicht so. Also, ich weiß bis heute nicht, warum wir das damals gebracht haben. Also, so überhaupt nicht. Das war eines der Projekte, die ich tatsächlich abgebrochen habe. Obwohl, naja, nicht wirklich abgebrochen. Ich hatte ja damals gesagt, so von wegen, ja, das war die Session und irgendwann machen wir mal weiter. Das irgendwann machen wir mal weiter ist seit, ich glaube jetzt 10 Jahre her. Wir haben es bis heute nicht angerührt. Also von daher, das wird auch wahrscheinlich nichts mehr. Ein weiteres Spiel, was ich irgendwann mal angefangen habe, es aber nicht weiter gespielt habe, beziehungsweise fertig gespielt habe, ist tatsächlich Worms. Wir haben Worms Battlefield gespielt für die Wii. Das war damals dann so, dass wir Just for Fun mit Flobold und noch einigen anderen, die leider nicht mehr auf diesem Kanal aktiv sind, tatsächlich das gespielt haben. Wir haben tatsächlich so Just for Fun Worms gespielt. Das Spiel, sagen wir mal so, hat mir persönlich nicht
so gefallen. Andersrum hat es doch einige Kindheitserinnerungen. Ich habe das ja früher auch schon auf dem PC von anderen Kollegen gesehen gehabt. Und irgendwie persönlich, weiß ich nicht, war nicht meins. Aber es gab einen Story-Mode und es gab drei andere, die dafür brannten für dieses Spiel. Und gesagt, getan, gedacht, so von wegen, komm, dann machen wir mal, dass wir ein Let's Play draus machen, dass wir dieses Spiel dann zu viert zusammenspielen. Ich, der dieses Spiel nicht so gut kann, definitiv nicht. Und drei, die es können. Ja, da war das bloß das Problem einmal so, dass, also der Björn war noch dabei damals, der Kevin war noch dabei damals. Herzlichen Gruß geht an den Kevin raus, falls er sich dieses Video hier angucken sollte. Dem ging es aber an jenem Tag nicht gut. Wir haben tatsächlich aufgezeichnet und irgendwann ging es ihm nicht mehr so gut. Weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, das war damals Übelkeit, so leichte Übelkeit und leichte Magenschmerzen und so. Und dann hat er gesagt, so von wegen, ja, komm, ihr könnt ruhig weiterspielen. Ich gehe lieber nach Hause, machen wir ein andermal weiter. Dieses andermal weitermachen ist bis heute nicht gewesen. Das lag aber auch daran, dass das tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal war, wo ich ihn gesehen habe. Ja, seitdem man nicht mehr. Das ist schon echt traurig, aber weil eigentlich kam ich ja gut mit dem Kevin ganz zurecht. Wir haben ja auch einige Projekte hier gemacht. Zum Beispiel haben wir FIFA zusammengespielt. FIFA. Ne, da müsste immer der FIFA, glaube ich, 2015? Irgendwie sowas in der Art. Und da haben wir Koop-Modus gespielt. Online-Koop-Modus. Mit dem VfL Wolfsburg. Also für diejenigen, die es interessieren sollte. haben wir Koop-Modus gespielt. Wollte ich ja irgendwann auch mal mit dem Flui machen. Ja. Aber irgendwie kam es nie dazu. So, ja, haben wir gemacht. Wir haben auch Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt. Rio zum Beispiel. Oder auch London. Oh, London weiß ich gar nicht, ob wir zusammen gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Rio auf jeden Fall. Dann haben wir Schlag den Star, oder besser gesagt Schlag den Raab zusammengespielt. Jeder dann gegen jeden. Mehr oder weniger war ich der Moderator des Ganzen. Ja, aber irgendwann, wie gesagt, war das dann so der Fall, dass man irgendwie, ja, nichts mehr miteinander gemacht hat. Warum auch immer nicht. Aber so ist es im Leben. Manchmal, das kennt ihr ja bestimmt auch privat. Ne? Ihr seid mit jemandem irgendwie in der Schule die ganze Zeit beieinander, relativ dicke und alles Mögliche. Und kaum ist irgendwie Abschluss dran und ihr macht entweder eine Ausbildung oder ihr wechselt die Schule oder was weiß ich. Und urplötzlich, diejenigen, mit denen ihr ganz dicke wart, sind urplötzlich weg aus eurem Leben. So aus dem heiteren Nichts. Traurig eigentlich, sowas. Ja, aber es gehört zum Leben dazu. Es ist, wie es ist. Also manchmal muss man auch loslassen, manchmal muss man aber auch für seine Sachen kämpfen. Und wo wir beim Kämpfen sind, hier fast die Möglichkeit zum 3:0. Also auch ein Projekt, was ich tatsächlich damals abgebrochen habe. Eben aus besagtem Grund, weil ich dieses Spiel persönlich eben nicht kann. Und die anderen, ja, sagen wir es wie es ist, die das deutlich besser konnten, können. Ich denke mal konnten. mittlerweile sieht es, glaube ich, ähnlich aus wie bei mir jetzt heutzutage. Dementsprechend auch ein Spiel, was wir abgebrochen haben, tatsächlich. Also auf diesem Kanal tatsächlich eines der Spiele, die abgebrochen worden sind. Eben aus besagtem Grund, weil wir das eben nie wirklich einen nächsten Termin gefunden haben. Dann kann man natürlich auch sagen, es gibt einige Projekte, die merkwürdig geendet sind. Ja, das lag dann oftmals am technischen Problem meiner Wenigkeit. Also ob es nun der Fußballmanager, ich glaube es war 19, der Fußballmanager 19 war oder auch Mario Kart für die Wii. Also es gibt so einige Geschichten, die extrem merkwürdig enden. Wenn ihr jetzt sagt, so von wegen immer, und wie haben sie denn geendet? Muss ich mir das jetzt angucken? Leute, nein, müsst du nicht. Ich sag's dir, wie es geendet ist. Unter anderem, bei Mario Kart war das so, der letzte Teil, ich hatte das damals alles Ostern 2012 aufgezeichnet. Absolut alles Ostern. Weil ich hatte so gedacht, so, ich habe das damals auch groß angekündigt, hey, wir machen Ostern Mario Kart fahren. Heißt also, alle, die Bock haben, sollen einfach mit reinjoinen. Das gab damals dieses so Streaming wie Twitch und so noch nicht so wirklich. Dementsprechend musstest du das über YouTube erzählen. So, ja, gesagt, getan.
gemacht. Ostern wirklich jeden Tag gefühlt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ich habe 6 Stunden jeden Tag gespielt. Ding war bloß das, dass ich damals noch über Festplatte aufgenommen habe. Das heißt also, dass tatsächlich ein Videorekorder angeschlossen habe, der mit einer integrierten Festplatte war. Und diese Festplatte leider beim allerletzten Rennen voll war. Das ist so blöd gelaufen. Die Festplatte war voll. Ich habe so gedacht, so, ach du Scheiße. Ja, gesagt, getan. Dann habe ich dieses Rennen, das allerletzte Rennen, das war damals Blätterwald, habe ich damals versucht, so zu kommentieren wie ein Sportkommentator. Ich habe damals dann das Smiley, also mit dem ich gefahren bin, das war nämlich Smiley, unser Mi, habe ich damals dann eingeblendet und gesagt, so von wegen hier und als nächstes passiert und wie auch immer. Und ich habe das versucht, so zu kommentieren wie so ein Sportkommentator. Man kennt meine Sportkommentatoren-Skills oder eben auch nicht. Wenn nicht, solltet ihr euch definitiv eine Prognose vom M615 angucken. Ist mittlerweile deutlich besser als damals, gebe ich zu. Damals war das zwar okay, aber nicht so gut wie heutzutage. Ja, habe ich das letzte Rennen dann kommentiert. Ist natürlich nicht so schön gewesen. Ist nicht so schön gewesen. Aber andersrum, es wurde auch nicht viel angeguckt. Also, wenn einer von euch, der da draußen jetzt ist und jetzt gerade schreibt, so von wegen, immer, das habe ich gesehen, dann bist du einer von, ich glaube, ich habe irgendwie 35 Aufrufe gehabt. Also, einer von 35 Leuten, die das noch gesehen haben. Dann darfst du dich definitiv als Alteingesessener sehen. Also, wenn du dir das damals angeguckt hast, als das rausgekommen ist, dann bist du hundertprozentig Alteingesessener. Dann bist du immer ein Zuschauer-Veteran. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Das kann man so sagen, bist ein Veteran. Aber ich denke mal, nö, da wird keiner mehr dabei sein. Macht aber nichts. Apropos dabei sein, da hatten wir natürlich auch noch eine andere technische Problematik, unter anderem bei Dead Space 2. Das sieht man immer wieder bei Dead Space 2, dass zwischendurch das Videoarbeitungsprogramm, was wir damals genutzt hatten, nämlich, wir hatten, genutzt einen Augenblick, wir hatten, wie heißt das ganze Ding hier, das von Elgato, das Videoarbeitungsprogramm selbst genutzt, also heutzutage benutze ich das zwar mehr oder minder auch, aber nur mehr oder minder, weil es läuft alles über OBS und von daher alles entspannt, aber damals habe ich das da über diese Option gemacht. So, und das Problem war das einfach, dass heutzutage habe ich ja immer noch regelmäßig das Problem. Deswegen sind die Videos nicht hundertprozentig auf 60 Hertz, sondern tatsächlich nur auf 55. Das große Problem, dass er mir dann Codierungsfehler sagt. Das heißt also, er versucht die Datei abzuspeichern, ne, so wie sie ist, aber er kann sie nicht wiedergeben. es ist zwar da, Ton, ja, aber Bild, nein. Also dementsprechend großes Problem. Das habe ich auch bei Fall Guys heutzutage. Das seht ihr immer wieder bei Fall Guys, wenn Fall Guys längerfristig läuft. Da habe ich immer wieder Codierungsfehler. Urplötzlich ist der Ton weg, aber das Bild ist noch da. Also das Gameplay-Ton, ne? Also der Gameplay-Ton. Nicht mein Ton, das ist auch geil. Mein Ton funktioniert immer, aber der Gameplay-Ton nicht. So, dementsprechend bei Dead Space ist es das erste Mal aufgetreten. Und ja, dementsprechend Dead Space regelmäßig Ton, Bild, wie auch immer, Störungen und hast du nicht gesehen und war nicht schön. War nicht schön anzusehen. Dead Space 1 definitiv besser anzusehen, aber ja, damals, zu meiner damaligen Qualität war das okay. Ich glaube heutzutage, dadurch, dass es ja heutzutage ein Remake gibt von Dead Space, ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen würde. Eher nicht. Ja. Das nächste Projekt, was auch nicht so ganz so laufen sollte, wie es gelief, unter anderem war das Projekt vom Fußballmanager mit dem Rufus, CMS Dynamo und dem guten Flui. Da haben wir Fußballmanager gegeneinander gespielt von Sega, also das war ja auch ein Projekt, ne? Da war das Problem einfach das, dass tatsächlich wir in Sessions aufgenommen haben. So, das Problem war bloß das, ich habe das ja aufgenommen, ich nicht gestreamt. Heutzutage machen wir das ja oftmals als Preview, das passt schon. So, apropos Preview, da haben wir, guck mal, es läuft, wie es läuft, super, 5-0, den Wiesbaden nehmen wir hier auseinander, wie im Hinspiel, das ist schon mal gut, Castro mit dem Tor, wo wir beim Tor sind, dann sollten wir definitiv auch auswechseln, Mustafa hat, glaube ich, heute gar nicht getroffen, der wird dementsprechend rausgenommen, Müller kommt auch rein,
Und auf der anderen Seite Fernandes, der mittlerweile auch in echt weggewechselt ist von Elversberg. Das habe ich letztlicherweise falsch gesagt. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der noch in Elversberg spielt. Nein, der ist weg. so kommt das auch manchmal, ne? Hat aber auch keiner gemerkt, dass ich das falsch gesagt habe. Okay, zurück zum Thema. Also, Projekt Fußballmanager damals. Ja, ich habe das tatsächlich alles auf Platte gespielt, drum und dran. Und hast du nicht gesehen und alles super. So, dann wollte ich das Projekt abspeichern, ne? Und Problem ist, Datei wurde beschädigt, kann nicht wiedergegeben werden. Das heißt, die Datei, ja, konnte dementsprechend nur bis zu einem bestimmten Punkt widerspielen, irgendwas. Und danach war sie beschädigt und ich konnte sie nicht wieder, konnte nichts damit machen, gar nichts. Heißt also, dann versucht, über andere Programme das Ding so zu kreieren, dass ich das eben noch spielen kann. Dass ich da noch irgendwie damit klarkomme, das spielen kann. Oder besser gesagt, es zeigen kann. So, gesagt, getan. Bis zu jenem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann funktioniert hat. Bis genau, ich glaube, 5, 6 Frames, bevor es den Defekt hatte, habe ich tatsächlich noch gezeigt. Und alles danach ist Schwarzbild. Ihr hört mich. Ihr seht mich aber nicht. Beziehungsweise ihr seht das Spiel nicht. Weißt du, alles, was ich da gemacht habe, ne, den Verein noch runtergewirtschaftet und so weiter und so weiter. Alles kann man nicht sehen. Das ist natürlich umso bitterer. Ich habe das als einzelnes Video hochgeladen. Normalerweise habe ich ja die Teile immer alle schön selbstständig hochgeladen. Das heißt also, jeden Teil einzeln hochgeladen, dass man sich das Projekt schön angucken kann. Eben bis auf die, ich glaube, letzten zwei Spieltage waren das, die dann eben als Komplettvideo mit Feedback und allem drum und dran. Ist nicht schön anzusehen, aber was soll's. Was ich sehr, sehr schade fand, dass Kollege Rufus unter anderem das Projekt ja auch gespielt hat, auch hochgeladen hat, aber auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hochgeladen hat. Also auch da wieder puncto, du spielst das Spiel durch, aber zeigst es nicht komplett. Nun gut, das ist eben eine andere Geschichte. Aber ja, dementsprechend gibt es jetzt ab nächster Woche Doppelfolgen. Und was bedeutet das im Umkehrschluss? Richtig, wir beenden FIFA 23, weil... Ja, auch wenn ich jetzt hier 6-0 gewinne, aber es ist, dieses FIFA ist einfach wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig einzustellen. Weil auf der einen Seite ist es zu leicht, auf der anderen Seite ist es zu schwer, dann ist es zu blöd, dann ist es zu unfair, dann ist es zu fair, dann ist es... Also, ich habe mal irgendwann ein Ranking gemacht. Also FIFA 14 war bei mir definitiv, also wirklich das allerschlechteste FIFA, was ich jemals gespielt habe. Ja, FIFA 23 geht knapp dran. Also auf Platz 2 ist FIFA 23 bei mir. Also mittlerweile, sagen wir es wie es ist. Auf Platz 1 bleibt immer noch weiterhin FIFA 14. Das ist wirklich das schlimmste FIFA, was ich jemals gespielt habe. Aber auf Platz 2 ist definitiv FIFA 23. Es ist einfach... Es ist so viel Fehler. Es gibt dieses Spiel schon so lange. Es wird auch diverse Sachen verändert. Aber nicht Fehler. Es ist so blöd. Mittlerweile habt ihr ja gesehen, die Torhüter sind so extrem vollkommen verunsichert. Das ist... Heißt also im Umkehrschluss natürlich diese ganzen Scouting-Geschichten, die wir alle gemacht haben, die ich alle geplant habe, die ich alle... Das ist alles hinfällig. Alles hinfällig. Ja, ja, so ist es im Leben. Aber manchmal ist es so. Also, wir haben Abschlussbericht. Ja, wie gesagt, ist leider alles hinfällig. Tendenziell ZDM eigentlich gar kein schlechter Spieler, wie gesagt. Also, hätten wir theoretisch für die zweite Liga holen können. Praktisch gesehen, natürlich will ich das nicht ausschließen, dass wir dann eventuell ein andermal das noch weitermachen. Aber eventuell heißt eventuell. Also, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Nicht vergessen, ab Mittwoch. Jetzt mag der eine oder andere sagen, warum ab Mittwoch? Immer morgen ist Montag, dann haben wir noch Dienstag. Warum nicht jetzt schon? Ganz easy, Montag bzw. Dienstag kommen die Bundesliga-Tipps. Ist ein bisschen blöd, wenn das dann kollidiert und ihr das nicht seht, weil das Problem ist das, ich kann tatsächlich 3 Videos euch zuschicken, von wegen, hier, neues Video ist online. Ein viertes, da würde YouTube sagen, Und das will ich natürlich nicht. Ich will natürlich, dass ihr auch alle Videos sehen könnt und dementsprechend sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder zum Spiel gegen Halle und ja, wie erwähnt, wir spielen ja jetzt mehrere Spiele dann wieder, wie am Anfang. Am Anfang hatten wir das ja auch gemacht, dass wir da mehrere Spiele gespielt haben. Dann sehen wir also Mittwoch das Spiel gegen Osnabrück und gegen Halle. Das wird höchstwahrscheinlich ein hochinteressantes Spiel, denn schließlich geht es darum, um die Meisterschaft, wenn man das so sagen darf. Darf man das so sagen?
Darf man? Ich weiß nicht, ob man darf. Ich glaube Osnabrück. Genau, Osnabrück hat verloren. Hat verloren gegen Wien, Wiesbaden. Osnabrück verliert gegen Wiesbaden. Wir gewinnen die erstmal 6-0 und die. Nö. Die sagen nö. Haben keinen Bock zu gewinnen. Ärgerlich. Aber umso besser. Okay, gut. Also, wir können den Big Point starten. Nächste Woche, oder besser gesagt, ab Mittwoch, Doppelfolgen. Also, ciao, ciao.